Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Disco Elysium. Hallo. So, gestern sind wir zum Ende hier oben noch ein bisschen rumgekraxelt. So, wir haben hier noch eine Kugel, habe ich gerade gesehen. The bullet is safely sealed away in a plastic bag bearing the RCM stamp. Kim has filled out the label on the bag with the item number, case number and date and location the bullet was found. Was mache ich bloß mit dir, Kugel? The squished little thing has no idea. I know. You should find the gun that shot this bullet. Ja, das stimmt. Ich suche nach der Waffe, die sie abgefeuert hat. That sounds like something a police detective would do. First, you should learn all you can about this little guy. Then find the gun that shot it and the person that gun belongs to. He used it to kill your victim. Neato. Du betastest die Kugel durch den Beutel hindurch. The squashed bullet has some sharp edges where the jacket has split open. It feels cold, even through the bag. You wouldn't ordinarily have cause to handle jacketed bullets. The citizens militia uses cast bullets only. Little pebbles of metal loaded from the muzzle, usually in a cartridge. Okay, du inspizierst die Kugel genauer. The jacket of the bullet is made of a yellowish metal. It has blossomed out to reveal a dark gray core. The base of the bullet is close to 5 millimeters in diameter. Du siehst dir den Mantel an? You can just about make out a few striations near the base of the bullet. Little hairlines, linear. It feels standard. Okay, und der Kern? It's quite destroyed. Some of the fragments are still lodged in the wound. Far away, Lieutenant Kitsuragi is flipping through stations in his Kanema. He is not here examining the bullet with you. He should be. He would find this very intriguing. Mention it to him later when he's here. Okay, die Kugel hat nichts mehr zu sagen. Gut, na dann machen wir das also mit Kim Katsuragi. Finde die Mordwaffe. Nimm eine ballistische Analyse der Kugel vor. So, ansonsten... Genau. Wir müssen noch ein kleines bisschen Zeit totschlagen. Bis 21 Uhr, damit wir den Rauch auf dem Balkon antreffen. Ich glaube, allzu viel kann man... Also man, klar, man kann immer was machen. Aber was ich jetzt nochmal machen möchte ist... Oh, was ist das hier? Ah, Krite. Frite, nicht Krite. Da war noch gar nicht drin. Ich wollte eigentlich mit den Leuten hier vorne reden. Was? Sprich mit Fremden und erkunde die Gegend. Ja, okay. Hallo. Die gelben Rosen im Fenster. Das sind nicht die Blumen, die für Klaas hier hinterlassen wurden. Gelbe Rosen. Dutzende von ihnen. Auch Tulpen. Oh, ist eine Radio? Im Radio läuft ein melancholischer Popsong. Sonst noch was? Was? Alko... Irgendwas? The tear machine stands in the corner. A sign says, one bottle equals 10 cents. Entschuldigen Sie, ich habe die Tara-Tüte, aber keine Tara. Kann ich die Tara-Automaten trotzdem benutzen? No. You need tear to use the tear machine. What the fuck is Tara? Alco Achieve. So, what is that? You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent. Except for the big Fritte slogan on the back. Fritte. Was ist das? Du zeigst auf den Regenmantel? What is what? It's a raincoat. A raincoat? What's a raincoat? If you want to buy one, then it's only 4 real. Sie tippt auf den Glastresen. Die Regenmantel warten geduldig darauf, erworben zu werden. Ausdauer plus 1. Ja, vielleicht später. Können wir uns mal merken. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays and blister packs. They all bear the Saint-Baptiste Pharmaceutics logo. Pharmaceutics. Their logo is the bloodless rose, pure white, untouched by a... Just ask me if you need anything from Saint-Baptiste. We don't stock prescription meds, but we do have Nosafed, Duramine, Magnesium and Hypnogamma. Ach du Scheiße, okay, kann ich nichts mit anfangen. Okay, wie wirken diese Produkte denn? I don't know. Let's see. Nosafed is a nasal spray. Duramine is a really good painkiller. Magnesium is a dietary supplement.
Hypnogamma is. Ja, keine Ahnung. I don't really know what Hypnogamma is. I guess it makes you feel less shit. It's recommended to use after lots of partying, studying or exercising. Okay, könnten Sie das etwas genauer erklären? No, sorry. I'm not like a doctor or anything. Okay, wer ist Saint-Baptiste? Saint-Baptiste. Saint. You know, the pharmaceuticals company. Ah ja. Saint-Baptiste Pharmaceuticals. The one that sells meds out of Saint-Baptiste. That one. There. Okay, also hat keine Ahnung. She is right. Saint-Baptiste, the company, derives its name from Saint-Baptiste, the city. Itself so named, because that's what it is. A rare case where that really is the full etymological history. As far as almost anyone knows, at least. At least. Na gut, ja, ich kaufe erstmal nichts. Also zumindest nicht aus dem Regal. So, was haben wir da oben? Das ist Zigaretten, ne? Ja. A colorful display of cigarettes and alcohol bottles line the shop wall, inviting you closer. Die bottles wink at you in the light. The smokes too glitter in their wrapping. It's like looking into a kind of heaven. Your knees are weak. There, in that dark green glass, all in vain. The great flowing river of warmth, wine, alcohol, beer, alcohol, love, alcohol. I'm in heaven. Ich brauche das alles ganz dringend. Sure. If you want something, I can get it for you. Just let me know and pay and stuff. Ja. But I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. But I guess you already know that. Ja, in meinem Alter, logisch. Know this. You will never finish your alcohol quest if you don't buy beautiful alcohol. erzählen Sie bitte mehr. Wieso haben Sie irgendwelche Laster, die nur unterm Ladentisch verkauft werden? No. Fritz only sells legal drugs, like the law says. Ah ja, schade. Okay, Wodka, Watt, Potent Pilsner, Astra-Zigaretten, Commodore Red, die kennen wir ja schon. Ja, keine Ahnung. Komm, erzähl uns mal mehr. The Pale Age Vodka is special, I guess. It's stored in pale for a couple of years, which makes it super expensive and super strong. Okay, und was ist grau? You know. Nee. Don't worry your pretty little head about it. Let's concentrate on what's important here. Okay, was passiert mit meinem Körper, wenn ich mir dieses Zeug reinziehe? I mean, I already said it'd hurt you. I don't know what else they do. Ja, gut. Ist halt Alkohol, ne? So, dann können wir mit ihr mal kurz palabern. Welcome to Frit. Feel free to look around or something. Everything is out on the shelves. Ja, wir haben uns ja schon die ganze Zeit unterhalten. What's that magazine she's reading? Bevor wir weiterreden, was ist dieses Frite? I don't know. Frit? Und was ist Fritte? A 7-11 grocery store. Ah ja, warum hat... Genau, warum wird es mit 3T geschrieben? I think they think that the extra T makes it funkier. It doesn't. Ja, verwirrt mich nur. The story goes that normal Fritte with 2 T's, a men's workwear shop in Vredefort, was already taken. So when Fritte Retail Inc. grew into a multinational corporation, they had to add an extra letter to avoid trademark infringement. Mhm, okay. That's die Erklärung. Was ist das für ein Magazin? Ach, was für eins lesen Sie denn da? What? Ranger? You mean this? Ja, ja, genau. This is Pop Stars. It's got, like, famous people in it. It's not for sale. Na, das klärt sich noch. Looks like it also has something called Police de la Mode, featured on page 34. Gefällt mir. Speaks to you. Gefällt mir sehr futuristisch. Du tippst die sich küssenden Mädchen an. She pops her raspberry flavored bubblegum and nods. Her shoulders tense. She shuffles back only slightly. Bewilderment and repulsion root her in place. Okay, fahren wir fort. Ich habe einige Fragen an Sie. Okay. I'm not really supposed to be chatting to anyone, but... Ja, okay. Hat Fritz oder Frite hinten im Whirling Rex ein Lager? A warehouse? I don't know. Maybe. I don't really care what Fritz does.
Kommen Sie schon, geben Sie ihr irgendeinen Ansatzpunkt. She looks up from under her brow. She looks up from under her brow? Das ist aber, glaube ich, nicht die Übersetzung von dem hier. Fine. Fritt doesn't have a warehouse. Just a little back room here. Okay? Okay. Können Sie mir etwas über die Leiche erzählen? I don't really know anything. I mean, I know it's there, but I haven't seen it, so... Kannten Sie den Verstorbenen? Not really. Nicht wirklich. Das heißt, Sie kannten ihn ein bisschen. No. I didn't know him at all. Okay. Wie lange ist die Leiche schon dort? Eine Woche. I don't know. Really long. Okay, was ist Ihrer Meinung nach passiert? I don't know. Also danke für Ihre Hilfe würde ich jetzt nicht sagen. Aha. Okay, können Sie mir etwas über die Realität erzählen, in der wir uns befinden? Reality? You mean what reality? Economic reality or... She is like a student unexpectedly called upon by a teacher. Can she answer the classroom question? Nein, ich meinte die materielle Realität. I don't know. What about it? Wo stehen wir? We're in Frit. Nein, ich wollte wissen, wo stehen wir in einem größeren Zusammenhang? As mankind or as a nation or... What will her essay prompt be? Als Menschheit. In a good place. I mean, science is doing great and this radio computer thing seems to be kind of big. I don't know. Ganz ehrlich, ich glaube, es macht null Sinn, sich mit der zu unterhalten. Cool. Ja, das ist, glaube ich, kein Gespräch, was mich weiterführen bringt. Oder weiterführen wird in diesem Spiel. Ah, das ist wahrscheinlich, das ist die Täterin. So, dann... Haben wir mit ihm schon geredet? Okay, mit dem Dicken haben wir definitiv noch nicht geredet. Oh, was ist das? Beschriftet mit der Abkürzung IHGR. Der Industriehafen von Gross Revachol. Okay, also wir können hier mit dem, ja, Redelsführer. Streikbrecher? Fragt der Mann mit fröhlichen Augen und nickt ihr Kopf zu. You're hazy on the notion of a scab. Smells like politics, though. Maybe it's got something to do with the flask he reaches for from time to time. Ich bin kein Streikbrecher, ich bin Polizist. I was just messing with you. No one's ever seen a cop scab. Nee, richtig. Imagine. You cops going on a strike, but then another cop comes in and says, let us cop for less money. Ja, kichert doch, dann realisiert er etwas. Speaking of, what brings the RCM here? To the Wild North? Come to see the strife? Hey, sie sind der Stiefelträger an den Toren. Kuhn hat gesagt, sie wüssten etwas über die Rüstung. The little boy had a good on his promise. Sein Versprechen? To get me into trouble. To sick the pigs on me. Pardon the choice of words, not mine. Okay, was passiert? I was asked to look into that armor situation. Official Union probe, you know. Track it down, see who took it. Okay, und haben Sie das gemacht? At first I thought, why not? Maybe the pieces can feed the strike. Buy us a few more days under the sun, you know. Okay. So I went to this boy. He said he'll make me his prison bitch. He's got eyes everywhere and the cops in his pocket and he's the king of Jamrock. Ja, ist er auch. Serves me right for doing menial footwork. I dropped that probe right then and there, and it still got me into trouble. One bad move is all it takes. Was haben Sie dabei herausgefunden? I learned that people don't want to talk to a drunk union man about some armor. Okay, sonst noch was? Not much. Technical stuff mostly. That was the interesting part. Okay, was für technische Details haben Sie in Erfahrung gebracht? I did some research into this armadura. Let's say I have friends at the library. I didn't get into the material science, just how it comes off. Okay, und wie? In parts. Four in total. The helmet was the first to go. The kid says he tore it off and kicked it into the sea. I believe him. The boots were still on the guy last I saw. Too hard to remove. Mm-hmm. So, as I count, there are two parts missing. The gauntlets and the cuirass. This is where I left off. Too much hassle. More like a job for some militia.
Also sind noch 4 Rüstungsteile zu haben, aber meine Chance auf die Stiefel habe ich schon verschenkt. I guess you won't be collecting them all then. That's less work for you at least. Okay, Helm, Kürass, Handschuhe, Stiefel, was mit der Hose? Oh, they're just gone. They don't exist anymore, if they ever did at all. Forget about them. I did. Okay, ich werde einen Teil der Rüstung aufspüren. Ein Teil reicht. Smart choice. It's only that one spot you need armor too. The one the bullet hits. Was? Eine Rüstung braucht man auch nur an einer Stelle. Da wo die... Oh ja, gut. Das ist richtig. Good luck if you go for those boots though. You'd have an easier time resting the spurs off a boyadero than getting them off him. Okay. Also kundet man so, um was zu tun, ihr Angst einzujagen? It's a minor nuisance. It's all good. Okay. He thinks not yet. Better to get this business out of the way. Sweeter then. No problem. If you see that kid, thank him from Call Me Mañana. Thank him for showing me the way. Okay, ich muss irgendwie in den Hafen kommen, um mit ihrem Boss zu sprechen. Oh. Good, good. What matters do you want to discuss with Everard? Könnte was über den Mord wissen, der hinter dem Hostel stattgefunden hat. Everard's got a lot of knowledge about a lot of things, eh? Doesn't often dole it out, though. But sure, why not? Okay, heißt das, dass sie mich durch das Tor lassen können? I don't operate in that capacity. I'm not a granter of passage. The passage grants itself. Das ist eine tiefsinnige Antwort. If it's all so simple, why don't the strikebreakers just go up the stairs? So einfach ist es? Ich kann einfach hineinspazieren? Aye. Walk right past Measurehead and go in. An Schädelmesser vorbei? Achso, das ist wahrscheinlich der Dicke da unten. Yeah, the 2.5 meter tall Semini Supremus is there. Walk right past him. Ach du Scheiße, okay. Then press the button to unlock the door. Ja. Then go past him again. Ja. And you enter the arbor through the office. Está. Okay. Ich glaube, ich habe vorher ein paar... eigentlich ziemlich schwierig. Don't worry, I'm sure it's not completely impossible. For example, you could best measure head in a physical confrontation. Naja, klar. Ich hau ihm einfach eins ins Gesicht. Or you could convert to a Semini Supremacist worldview. Or... maybe it actually is completely impossible. Hat hier schon jemand versucht, sein körperlicher... Achso, hat ihn hier schon einmal jemand in einer körperlichen Auseinandersetzung besiegt? Also der Dicke, der hier vorne rumläuft, dem könnt ihr das zutrauen. Not yet, no. He's incredibly strong. Ja. Nothing a couple of solid hooks from Dexter and Sinister won't fix. Ja, natürlich. Denke ich auch. Hat schon irgendeiner der Streikbrecher versucht, seine Weltanschauung anzunehmen? Jean-Luc himself would say the philosophy has proven overly heroic for the scabs to convert to. Not enough intuition. Okay, verstanden. Noch was. Sure. Ich bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Können Sie mir ein bisschen Geld geben? Das, denke ich, wird er nicht machen. Sure thing, my friend. I can help you out. Okay. Er schnippt dir ein paar Münzen zu. Auge-Hand-Koordination. The coin lands into your hand as if it has always belonged there. The swallow returns. Besten Dank. Always glad to help out the RCM. Shame I can't do more. Things are meager at the moment due to... Ja, die Demonstranten. You know, the winter's fat is slowly running out and all. Still better than scabbing, though. Okay, die Gewerkschaft hat Probleme, die Runden zu kommen? Nothing to worry about, really. The jam's a bit of a mess, cargo can't get in or out. The rationing is a bit stricter, is all. Supply should last the strike, though. Okay, auch Kleinvieh macht Mist, wissen Sie? I'm always glad to help out when possible. Not like these slithering scabs. Worum geht's um den Streik? Ja, die wollen halt mehr Richter, you know, ne? Serious business. I'm sure the big boss will be glad to tell you. You'll have to ask him first. Okay. He's a chatty guy. Wants to talk about the strike. Return once you've met the union boss and are on a better footing with the organization. Okay, ist das eine Mission? Ein nettes Gespräch? Ich muss jetzt los. Okay, ist kein Gespräch. Ich weiß nicht, ob wir erst mit dem da unten reden sollten. Halt! Mit 3T. Wie idiomatisch. Okay, das war jetzt mein Gedanke. Krass. So, wo geht's hier hin? Auf einem Schildchen steht im Streikfall Knopf hinter der Wache drücken.
Ein hermetisch verschlossene Tür, sie ist elektronisch verriegelt. Lässt sich weder knacken noch eintreten. Ja, also das ist ja die Tür, wo wir durch, also wo wir dann durch müssen. Wir müssen hier an ihm vorbei den Knöps, müssen wir den Knopf drücken? Ich denke mal, den Knopf müssen wir drücken und dann können wir da durch die Tür gehen. So, was haben wir denn für eine Mission bekommen? Finde Rüstungsteil. Mach ein Teil aus und schon ist der Auftrag erledigt. Ergattere die Stiefel. Zieh dem Opfer die Stiefel aus. Was? Das wird verdammt kompliziert. Also mach dich nicht fertig, wenn du die Leiche versehentlich zur Kriminaltechnik schickst, ohne an die Stiefel gelangt zu sein. Der Körper muss am Boden liegen. Der Leichenschauer muss abgeschlossen sein und Kim abwesend sein. Er wäre dagegen. Das wird verdammt kompliziert. Also mach dich nicht fertig, wenn du die Leiche versehentlich zur... Oh, scheiße. Na super. Das hätte man nur nachts machen können. Schön. Könnte sein, dass wir das nicht mehr schaffen. Ich werde erstmal mit dem Typen unten reden, mit dem Dicken. Vielleicht kann der mir noch ein paar andere Sachen erzählen. Die mir hier bei dem Schädelmesser... Ist er so? Ich glaube ja. Vielleicht nochmal helfen können.